Rundfunk 17, der unangenehme Podcast, ist wieder zurück. Folge 40 von Deutschlands Event, Erotik, Entertainment, Erlebnis, Freizeitpark und Adventskalender-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hi, Basti! Hallo, lieber Anredo. Ohne Witz, jedes Mal, wenn du sagst, Rundfunk 17, der unangenehme Podcast, dann muss ich immer daran denken, wie du gefühlt jedes Mal so deine Stimme völlig veränderst und da so Autotune drüber hämmerst und das so einen Song daraus machst. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Du meinst das hier? Rundfunk 17, der unangenehme Podcast. Ja. Ja, herzlich willkommen. Ihr habt es verstanden. Wir sind der sehr, sehr unangenehme Podcast heute an diesem wunderschönen 3. Dezember. Und wie ich eben schon angedeutet habe, ja, ihr kennt viele Begriffe, Freizeitpark, Event, Erotik, ne? Aber vielleicht habt ihr noch nicht vernommen, dass Rundfunk 17 seit vorgestern oder vorvorgestern Deutschlands Event und Adventskalender-Podcast Nummer 1 ist, Basti. Was hat es damit ja, auf sich? Ja, das ist unfassbar, unfassbar. Wir machen jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember ein kleines Podcastchen exklusiv auf YouTube, Leute. YouTube ist diese Plattform, die irgendwann komplett verboten ist, habe ich gehört. Das wird komplett abgestellt, ja. Ist das richtig? Ja, und das ist absolut. Und YouTube nutzt natürlich das sehr, sehr gut für sich, um besseren Druck auf Werbepartner ausüben zu können. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Sehr schöne Instrumentalisierung seitens des Alphabet-Konzerns im Silicon Valley. Liebe einfach alles. Ohne Witz. Und diese ganzen abgefuckten YouTuber, die springen drauf an. Und dann sagen die, ja, es geht hier um YouTube. Und deshalb ist es eine Anzeige, auch wegen unbeauftragter Werbung, weil ich den Markennamen genannt habe. Diese kleinen Bastarde, Alter. Ich schwöre dir, niemand hat von diesen Leuten Ahnung, wie dieses ganze Ding funktioniert, ey. Es ist wirklich so, die machen das hauptberuflich und wissen nicht, wie sie ihr, ja, wie sie überhaupt sie etwas es, markieren. Oder sie wollen es nicht wissen, aber legen sehr viel Wert darauf, irgendwie eine geile Überschrift, ein geiles Thumbnail zu haben, um da ein bisschen Clickbaiting-mäßig irgendwie für Stimmung zu sorgen. Es geht ja auch nicht wirklich darum, da Inhalte zu transportieren oder die Fangemeinde aufzudecken oder wirklich was zu bewegen bei vielen, sondern es ist einfach erstmal krass, krasse Headline, sowas wie, ich muss meinen Kanal löschen und hier nächstes Jahr gibt's das nicht mehr und so. Das geht ja sowieso ja. In eine sehr traurige Richtung. Aber was ich jetzt eigentlich mit Adventskalender meinte, Basti, was passiert denn da bei youtube.com/rundfunk17 in den nächsten 3 Wochen? Ich kann's dir sehr, sehr gerne erzählen. Ich kann's dir nicht sagen, keine Ahnung. Ich werde hier so ein bisschen mitgetrieben die ganze Zeit und ich weiß gar nicht, was hier passiert. Hallo, Hilfe. Warum ist hier ein Mikrofon vor mir? Raus, SOS. Ich pack jetzt so ein, wenn wir irgendwann Merchandise machen, dann packe ich da so einen kleinen Zettel zu und sag, ich sitze in Bangladesch in dieser Fabrik fest, holt mich hier raus. Ja. Bangladesch Hello, in dieser Podcast-Fabrik. My name is Bast im Asti. I am 23 years old and I need help, please. Vor allem mit dem Alter dazu, wie bei so einer Vorstellungsrunde im scheiß Studium oder so. Oh mein Gott, so ja. Erzählen muss, was da abgeht. So. Leute, passt auf, wisst ihr, was abgeht? Jetzt erzähle ich euch mal, was abgeht. Die nächsten 3 Wochen auf YouTube kommt ein kleines Podcastchen. Jeden Tag, jeden verdammten Tag machen wir so 5 bis 10 Minuten lang, besprechen wir ein Thema in unserem Adventskalender. Und jedes Mal ein neues Ding. Es ist einfach, es wird ein buntes Potpourri der Themenwahl. Und jeden Tag auf YouTube, Leute, 5 bis 10 Minuten, ganz kurz, ganz, das ist im Prinzip eure kleine tägliche Dosis, Rundfunk 17, würde ich mal fast sagen. Und wir machen das natürlich nicht, weil der Dezember geldmäßig auf YouTube der lukrativste Monat ist, sondern wir machen das einfach aus Liebe und aus dem Wunsch, mehr Reichweite zu bekommen. Das große Problem bei uns ist ja auch, wir kriegen ja bei YouTube gar kein Geld. Wir sind noch viel genau, zu irrelevant, um da Werbung schalten zu dürfen. Man braucht, wie ist das, 1000 Abonnenten? Oder? 1000 Abonnenten. Wir sind schon längst kilometerweit über der Watchtime, die man braucht. Ja. Aber wir haben einfach nicht so viele Abonnenten, weil wir ja so weit gespreadet sind. Ich weiß auch gar nicht, warum. Auf YouTube das weil gemacht, ich finde, jeder, der uns hört, und das sind ja mittlerweile 16 Millionen Mark, die sollten eigentlich auch anfangen, uns zu abonnieren. Einfach nur auch just for fun. Weil bei YouTube gibt's auch mal so ein paar Specials und so. Das ist der Adventskalender, ne? Oder wir haben manchmal in einigen Folgen auch Bildzeug mit drin, so. Oder das Intro, das sieht man auch bei YouTube. Ne? Wir haben mal Livestreams damit. Also Leute, abonniert ja, aber den das Quatsch ist ja völlig nachvollziehbar. Gib uns Geld. Also ich würde auch jeden Podcast lieber über einen sogenannten Podcatcher hören, wie zum Beispiel Spotify. Ich höre Podcasts grundsätzlich auf allen Plattformen, die der Podcast anbietet. Also iTunes, Spotify, YouTube und natürlich auch von allen illegalen Re-Uploads, um einfach auch da den Urheber zu würdigen. Weil ansonsten, ne, Artikel 13 gibt es bald keine Podcasts mehr. Die sind ja bald auch vielleicht verboten, ne? Muss man ja, Podcasts sind aufpassen. sehr verboten wahrscheinlich. Ja gut, wir sind ja damit safe mit der ganzen Sache, die wir hier machen. Weil wir
weil wir prinzipiell einfach nur in unserem eigenen Saft stehen. Also wir reden ja über unser Leib- und Magenthema, über uns selbst. So. Richtig. Jetzt, und wenn es aber jetzt passieren soll, dass ich persönlich mir verbieten würde, wegen der DSGVO, meine persönlichen Geschichten zu erzählen, dann hättest du wiederum ein ganz schönes juristisches Problem. Ich habe gehört, 25 Millionen Strafe habe ich bei so einem Facebook-Bild gelesen, was man teilen musste, damit man die nicht zahlen muss, die Strafe. Also es könnte teuer werden für dich. Ja, ich stehe im Impressum mal. Und das könnte sehr gefährlich mal. Werden. Ich stehe gar nicht im Impressum. Das ist das macht irgend so ein anderer, mein Sebastian. Bester Freund. So ist das. Ja, was mir gerade eingefallen ist, als du meintest, bei YouTube der Dezember der stärkste Monat und so weiter oder der lukrativste. Mir ist gestern beim ich bin jetzt ja so ein YouTube-Boy, ihr wisst das ja, ich war ja früher, hallo, ich bin's, man kennt mich noch, ich war ja früher so ein Fernsehboy, ich bin ja weltbekannt bei Twitter, weil ich Fernsehsachen kommentiere, aber mittlerweile, ich sag mal so, ich arbeite an Redo 2.0, das ist der große YouTube-Kommentator. Ich muss mal überlegen, wie man das macht, wenn es nicht mehr linear ist, so, das ist ein bisschen schwer. Und deswegen schaue ich viel YouTube und habe gestern gesehen, dass die jetzt anfangen, bei YouTube vorneweg zweimal Werbung zu schalten. Ja, ganz es gibt am Anfang da, es gibt zwei jetzt, Bumper oder manchmal auch zwei lange, die man überspringen kann und so. Das finde ich das ist frech. Finde ich rotz frech. Nein, das ist ganz gut. Du musst halt überlegen, das ist eine Alternative. Das ist eine Alternative zu dem alteingesessenen Konzept, dass mitten im Video irgendwelche Werbeanzeigen eine sogenannte, geschaltet Achtung, werden. Education Podcast, eine Mid-Roll. Richtig, eine sogenannte Mid-Roll. Ja. Richtig, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr merkt, das ist hier Entertainment, aber so ein bisschen, wir bringen immer aber wieder auch so ein bisschen Content, ne? Und so ein bisschen Education und Fremdsprachen. Ja, das Ding ist, YouTube hat das ja jetzt eingeführt, weil sich viele Leute darüber beschwert haben, dass eben diese sogenannten Mid-Rolls die ganze Zeit Tausende kommen. Also das ist ja auch so, wenn wir eine Stunde lang Podcast hochladen, da kommen auch safe 4, 5 Mid-Rolls rein. Geil. So. Und deswegen brauchen wir die Abonnenten. Hallo nochmal. Ja, das ist halt einfach Common Sense so auf YouTube. Und jetzt bricht man im Prinzip das ein bisschen auf, indem man sagt, okay, guckt euch am Anfang zwei Spots an und dann werdet ihr zwischendrin nicht mehr genervt. Ich glaube, das kann man sogar selbst einstellen. Ich glaube, das ist gar nicht automatisch. Okay. Also, ja, ich glaube, oder kann das ein Creator einstellen? Ich weiß nicht. Das ist natürlich unglaublich spannend. Ich habe aktuell keinen Zugriff mehr auf irgendwelche monetarisierten Kanäle, leider. Sad life. Deswegen, Leute, wir brauchen die 1000 Abonnenten. Wenn die nächste Woche nicht voll sind, dann hat das Konsequenzen. Ja. Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr wirklich Bock habt, YouTube, wenn ihr Bock habt, Rundfunk 17 zu unterstützen, dann abonniert doch einfach mal auf YouTube, weil dann können wir einfach Werbung auf YouTube schalten und kriegen dadurch Geld. Das wird so lächerlich wenig. Wir haben bei einer Folge so nach einer Woche, wenn wir Pech haben, so 200 Views bei YouTube, weil das keinen interessiert. Das ist wirklich unfassbar manchmal. So unangenehm. Ja, aber wir sind ja mittlerweile so weit gespreadet und unsere Zuhörerschaft sinkt ja immer weiter, kontinuierlich. Nee, weißt du, was das Ding ist? Dadurch, dass wir vor ein paar Wochen bei Spotify waren, sind die YouTube-Views nach unten gegangen. Das ist kein Scherz. Ich glaube, viele haben uns damals noch bei YouTube gehört, weil sie, keine Ahnung, kein iPhone haben und dann nicht so Apple-mäßig unterwegs waren und dann hat man bei YouTube geguckt und das fällt jetzt alles weg. Und weil wir jetzt als große Podcast-Stars, ne, die ganzen großen Netzwerke reißen sich um Sebastian Maaßen und Anredo van der Redo. Und deswegen verteilt sich das, eine sogenannte Verteilung. Willkommen bei Rundfunk 17, dem Marketing-Podcast. Der Education-Podcast. Ne, wie nennt man das, diese Verteilung? Defragmentierung, habe ich mal gehört. Ja. So ja, ist das. Ist es so eine Diversifizierung wie vielleicht genau der Parteienlandschaft in Deutschland durch die AfD? Richtig, was hältst du eigentlich davon? Die AfD ist ein Opfer von Merkels Asylpolitik. Nein, nicht von der AfD, sondern von der Diversifizierung der Parteienlandschaft aktuell. Also ja, wenn man sich zum Beispiel solche Wahlergebnisse anschaut, dann wird auf einmal die großen Volksparteien, die sind ja nicht mehr so stark und es diversifiziert sich weiter, wie schon gesagt. Ich glaube, dass es gar nicht nur so ein politisches Ding ist, sondern ich glaube, dass die Diversifikation, um dieses Wort auch mal korrekt auszusprechen, mittlerweile in vielen Bereichen des Lebens Einzug hält. Wir haben überall so eine große Auswahl, sei es an verschiedene Parteien, verschiedene Sachen, die man kaufen kann, Marken, die man kauft oder, weiß ich nicht, Fernsehsender, Streaming-Angebote. Also wir haben so viele Möglichkeiten, die Freizeit zu nutzen oder eben auch Parteien zu wählen, dass das, glaube ich, dass man dem gar nicht so viel Inhalt oder Bedeutung zusprechen sollte und da versuchen muss, eine Antwort darauf zu finden, warum das so ist, warum sich das so verteilt. Ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Dinge, dass es vielleicht auch einfacher geworden ist, das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Parteien aussieht, vielleicht eine eigene Partei zu gründen oder eben Mitglied von kleineren Parteien zu werden, dass die Menschen sich vielleicht auch weiterentwickeln und die Interessen sich noch viel mehr unterscheiden und dass es auch diversifizieren, um dieses Wort noch ein drittes Mal zu nennen.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Wort, das du da genannt hast. Achtung, Fikation. So, da haben wir auch den ersten Gag. Diversi, genau, 10 Minuten. Hallo, Comedy-Podcast. Willkommen. Das ist, also, irgendwie muss ich gerade sagen, dieser Podcast hat für mich gerade schöne Vibes. Also, es ist gerade einfach ein ganz normales Gespräch. So ein bisschen, es ist langweilig, aber wir sind jetzt auch, okay. Das muss man auch mal sagen, wir sind jetzt im Dezember so ein bisschen, wir legen mal einen Gang zurück. Wir liefern hier wirklich im Dezember jeden Tag so ein bisschen was ab. Content im Adventskalender. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir in den Folgen hier mal so ein bisschen lower werden. Mal nicht immer hier dieses aufgeregte, hahaha, ich unangenehm, peinlich, betrunken, sondern auch mal einfach so ein bisschen über Partei, über Politik, über Diversifikation. Apropos, ich war mega voll am Wochenende. Es war richtig unangenehm. Ehrlich, ich war wirklich mega voll. Aber nicht am Wochenende, sondern davor am Donnerstag. Okay. Da war ich wieder, ach Gott, komm die Ton, wir waren wieder unterwegs. Wie war das mit dem Wohnheim mit Corona? Ich habe doch schon längst gesagt, dass ich wieder Alkohol trinke. Ich habe schon fünfmal angekündigt. Warum sagen mir das immer Leute? In so einem inneren Kampf mit dir selbst, dass du noch versuchst? Nein, überhaupt nicht mehr. Also du hast es komplett aufgegeben. Ich habe es komplett aufgegeben. Das habe ich auch schon 100-mal gesagt. Ich schwöre dir, mir wurde das auch jetzt wieder 3-mal gesagt. Ich gehe jede Woche trinken mittlerweile. Wenn du irgendwie was hast und einen Plan hast und so denkst, Leute, ich will wirklich verzichten, Alkohol zu trinken, dann claimst du das so big und bist die ganze Zeit so, Leute, habt ihr schon gehört? Ich habe aber auch 2 Monate durchgezogen. Ja gut, aber jetzt hast du es auch über 2 Monate schon verkackt, ne? Nicht verkackt. Ich habe bewusst gesagt, okay, dann ist jetzt halt gut. Das war eine Schnapsidee. Könnte man fast sagen, uiuiui, das war aber witzig, du. Ein weiterer Gag. So. Mach die Gag-Strichliste. Ich würde ja gerne mal eine Gag-Strichliste machen, dass Hörerinnen und Hörer am Ende sagen, yo, heute waren 3 Gags dabei oder so. Mach doch mal eine Gag, wie oft musstet ihr zumindest schmunzeln und habt gedacht, das ist ja würzig. Das ist ja richtig geil. Das war ja würzig. Ja. Ey, ich schwöre dir, das war ja wirklich einfach nur noch peinlich. Ich bin halt mit Wohnheim-Mitbewohnern in einen sogenannten Bar-Club, könnte man auch sagen. In eine Klar bin ich gegangen, in eine Club-Bar. Klar. Und da habe ich halt, vorher haben wir so ein bisschen getrunken, so ein bisschen Gin mit Schwanz, keine Ahnung. Und dann sind wir halt angetrunken. Zählt das als Strich, darf ich einen Strich machen? Oder? Das weiß ich nicht. Du darfst gerne machen, was du willst. Okay. Und dann sind wir halt los, in den Club reingejettet, in die Klar reingejettet. Heißt es eigentlich dann die Klar oder der Klar? Das Klar. Dann sind wir ab in das Klar reingejettet und dann halt einfach direkt Richtung durch die ganze halbseidene Musik, so wirklich, es ist wirklich, da müssen wir auch unbedingt drüber reden, dass Musik in Clubs einfach scheiße ist. Was war das für ein Genre? Erzähl ich gleich, können wir gleich drauf eingehen. Okay. Das ist mir sehr, sehr wichtig als einzelnes Thema. Ich möchte ganz kurz von meiner Erfahrung erzählen. So, abgeranzte Alternative für Deutschland. Club, Kneipe, whatever, rein zur Bar gejettet. Erstmal so, weil man ein bisschen müde war, ein Wodka E bestellt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch so trinkt, so. Also das ist wirklich, eigentlich bin ich ja so ein Gin-Tonic-Mensch, habe ich mir so. Also aktuell bei der Jugend, glaube ich, Bubble Tea bestellt man, glaube ich, gerade sehr intensiv und macht dazu Bubble einen Floss-Dance. Und die machen dazu einen Harlem-Shake. Ein Floss-Dance und ein Dab am Ende, wenn sie es leer getrunken haben. Und ich schwöre dir, habe ich mir erstmal reingehämmert. Und dann ging's halt so ein bisschen los, so ein bisschen gedanced, so leicht. Immer dieses Tanzen, wo man sich innerlich denkt, oh Gott, die Musik gefällt mir überhaupt nicht, trotzdem mache ich Alibi-mäßig so ein paar Moves. Ja, man tut so, als würde man einen Beat fühlen, man denkt einfach nur so, scheiße, ich muss so ein bisschen wackeln, damit's nicht aussieht, als hätte ich hier keinen Spaß, ich bin so entspannt. Ja, genau das, ich bin so entspannt und alle Leute so. Wenn du halt sonst einfach nur so stehst, ne, und am peinlichsten, wenn du nichts in der Hand hast, nichts zu trinken, ne, und du stehst. Alter, ich schwöre dir, ich würde alles dafür tun. Dann gucken dich halt alle, denken, alles in Ordnung, so. Asperger-Autist. Fühlt sich wohl. Wollen wir mal ganz kurz raus. Alles ist hier schlecht. Also ist jemand gestorben? Ich finde das halt so witzig. Man muss halt wirklich, also ich glaube auch die Bierflasche oder der Cocktail oder so auf der Tanzfläche ist so der metaphorische Anker. Der Anker eines sehr großen, ungelenkten, nicht beweglichen, statischen Schiffs. Und das ist so das Einzige, was dir hilft. So eine Art Pendel, könnte man sagen. Wenn du dich bewegst, kannst du dich anhand dieser Flasche so ein bisschen orientieren. Und wenn du halt gerade mal einen Moment sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Maskerade, auf dieses Laienschauspiel, das ich hier irgendwie vom Besten gebe, dann kannst du einen Schluck trinken und dann bist du erstmal einen Moment raus. Weil dann sind alle cool damit. Genau. Hey, der trinkt, der muss nicht tanzen. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich in so einem Klar bin, ich kauf die Getränke nicht, weil ich Durst hab oder weil ich voll werden will oder was, sondern einfach nur, es ist was, ich brauch was in der Hand, ich muss so aussehen, als wäre ich hier komplett zufrieden mit allem, als fühle ich hier alles, als wäre ich reich und ich trinke dann auch wirklich
ich versuche auch verhältnismäßig langsam zu trinken und das hinauszuziehen. Genau bei dem Bier geht das echt gut. Da sieht man, teilweise laufe ich den ganzen Abend mit der gleichen leeren Bierflasche rum, wenn es in der Flasche ist. Ne? damit du die Flasche hast. Und, aber ich finde auch, Bier dauert auch ewig, bis man es runtersäuft. Ja, aber das Problem ist, wenn du jetzt also, irgendwie was anderes hast in einem Glas, dann siehst du es halt. Oder wenn es ein Cocktail ist und oben schon die ganze Dekoration ist schon geschmolzen und läuft schon freiwillig wieder raus. Ja, und du trinkst so aus diesem leeren Glas und merkst so, oh nein, das war ein Fehler. Gott, hoffentlich hat das jemand gesehen. 14 Mark muss ich jetzt wieder einen neuen kaufen. Scheiße, ey, Mann. Ich schwöre dir, ich habe wirklich 6 Euro für dieses Wodka E ausgegeben. Aber ich habe dieses Wodka E aber auch runtergekippt wie ein Ehrenmann. Also es war wirklich sehr, sehr schnell bei mir weg. Ja. Und da bin ich halt auf diesen Dancefloor gegangen und haben ein bisschen eskaliert, so ein bisschen komische Moves gedanced. Haben wir so, wenn ich du wäre, wieder gespielt auf der Tanzfläche. Ist sehr, sehr empfehlenswert. Sollte man tun. Es endete damit, dass eine Kommilitonin auf dem Tisch getanzt ist. Das war ganz cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch diverse Menschen dort angetanzt. Irgendwie. Diversifikation, Menschen angetanzt und irgendwie Leute angerempelt, wieder ein bisschen rumgemuckt. Also so ein typisches Zeug, ne? Und ich gehe, mir ist auch wieder was aufgefallen. Ich gehe durch Clubs, ne? Wie ein Hurensohn, ne? Ich gehe da durch, als ob ich über jedem dort stehe, weißt du? Andere Leute gehen so durch so Menschengassen durch, so drücken sich so ein bisschen durch, sagen so sorry, und ich gehe da wirklich durch, wirklich wieder so Brust raus, Kopf nach oben, so richtig arrogant, und drück die Leute wirklich mit der Hand so weg, so halbes Schubsen, und sag Entschuldigung, lass sie mich mal durch. Einen halben Kopf größer als du, also ja, das ist so eine in sich gebrochene Ironie. Man sieht da einen vollkommen überstylten Stylo Milo Boy, der ein Selbstbewusstsein ausstrahlt in seiner leeren Bierflasche, aber irgendwie merkt man schon, da stimmt was nicht, und dann bist du halt eigentlich, also die meisten Leute gucken an dir herab, so, und du schaffst es aber trotzdem, wenn da Leute größer sind, trotzdem Überlegenheit auszustrahlen, und das finde ich ist ein großes Talent von dir, Respekt dafür. Dankeschön, und bitte. Damit kriege ich jetzt den Webvideopreis 2018. Hier sind die Lochis und Lisa und Lena. Der Webvideopreis in der Kategorie Bestes Outfit im Klar. Jetzt kommt Lena. Geht an. Ich mach den Umschlag auf. Moment. Sebastian Mast. Und dann gehe ich so auf die Bühne und dann kommt und zieh so erstmal meine Hose aus. Sie erstmal zeigt meinen Penis, Alter. Zieh so die Hose aus, zeigt meinen Penis. Es war ja nur ein Prank. Und dann sitzt dein Kollege Anredo mit so einer kleinen GoPro im Publikum und filmt das Ganze. Und dann kommt irgendwie 3 Tage später YouTube auf dem Thumbnail so ein roter Kreis, wo man nichts sieht. Eklar auf den Webvideopreis. Sebastian zeigt seinen Sternchen, Sternchen, Sternchen. So. Und da muss man YouTube Premium irgendwie abschließen dafür oder sowas. Ja, geil. Fände ich geil. Das pass auf, also Saufgeschichte ging weiter, ne? Wir so ein bisschen gedanced, so ein bisschen Wenn ich du wäre gespielt. Davon sind wir dann so ein bisschen woanders hingegangen, auf einen anderen Dancefloor. Und da lief halt so abgefuckte Goa-Musik. Also wirklich Musik, da kann ich nicht mal alibi-mäßig mit der Flasche in der Hand so ein paar Moves machen, sondern ich stand da einfach nur neben und dachte mir, fuck my life. Scheiße. Ne? Und was ist das genau für eine Musik? Also ich weiß das gar nicht. Hat man das nicht früher Techno genannt? Ganz nur, du hörst nur Bass. Das ist so Techno-Goa-Musik. Techno? So Elektro, Techno, whatever. Techno? Und ich schwöre dir, das hat mich so abgefuckt. Und dann war ich halt nur mit einer Freundin da oben. Der Rest war noch irgendwie nach unten. Keine Ahnung, warum wir da hochgegangen sind. Wir waren betrunken, obviously. Und dann hat die so Kommilitonen getroffen. Aber ich kannte diese Kommilitonen nicht. Also stand ich alleine da. Und im Club kannst du natürlich nicht in einer Dreierrunde sprechen. Da kannst du, die höchste Zahl an Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst, ist 0. Eigentlich nur mit dir selbst. Aber man probiert es trotzdem mit maximal 2. Aber man versucht 2. es dann trotzdem mit maximal einer Person. Ja, ich bin da schon eine Stufe weiter. Also es geht bei mir mit 2. Ich krieg das nicht hin. Aber man merkt auch schon, dass eine Person immer nur nickt. Mindestens eine, vielleicht auch beide. Ich war die Person, die nickt. Ich war die Person, die nickt. Ich stand so ein bisschen außen. So unangenehm, ne? Du hast so dein leeres Glas, leer, es war leer, wirklich. Hat's in der Hand. Und es war so unangenehm. Irgendwann habe ich mir gedacht, Gott, ich lasse jetzt diese Maskerade fallen und stell mich jetzt an den Rand und guck ein bisschen am Handy rum so. Und habe dann irgendwie einen Artikel vom New Yorker Magazine gelesen oder sowas. Alter, weißt du, so wirklich. Nichts strahlt mehr aus wie Hilfe, Hilfe, wann fährt das Taxi wieder heim? Ich schwöre dir. Das ist halt so unangenehm. Aber dann hat sie halt aufgehört, meine Kommilitonin oder Mitbewohnerin, aufgehört halt mit diesen Menschen da, mit ihren Kommilitonen zu reden. Und dann haben wir so ein bisschen wieder komisches Zeug gemacht. Auf einmal kamen da so random ganz, ganz viele Menschen. Und einer kam so zu mir und meint so, ey, ihr beide, ne? Ihr seid doch Franzosen, oder? Und ich, natürlich ehrlich, wie ich bin. Ihr wisst es doch, wisst es doch ganz, ganz genau. Hast du ein Baguette aus der Hose rausgeholt? Ich so,
Ja, Mann, woher weißt du das? Wir sind halbe Franzosen, Alter. Ich bin Jean-Luc. Wie geht's dir, Alter? Wie geht's dir? Ich bin Jean-Luc. Du hättest Jean-Luc überschreiben können, wahrscheinlich Jean-Luc. Keine Ahnung. Jean-Luc. C-C. Ja. Ja, CC. Ich setz dich CC. Es ist einfach nur peinlich, wirklich. Alter. Und es ist halt. Aber hast du keine Angst, dass dann der sagt, ja oui, je suis français aussi oder so ein Scheiß und dann anfängt. Dann sage ich, Bruder, ich hab dich verarscht. Ja, aber das ist doch, nee. Also ich dachte so, dein Ziel ist immer, so diese Fassade aufrechtzuerhalten und irgendwie ja, so lange wie möglich hinauszuzögern. Wenn der hier anfängt, Französisch zu reden, dann kann ich halt nicht mehr da mithalten. Nein, dann brauchst du eine Ahnung, musst du sagen, Bruder, was heißt Bruder? Frère, sorry, aber wenn ich voll bin, ich sag dir, boah, ich spreche so Deutsch, wenn ich voll bin, das geht gar nicht, Frère, ich sag's dir, voilà, Frère. Aber ich rede auch, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und du hast es, glaube ich, schon bemerkt, weil wir ja auch schon öfter mal irgendwie weggegangen sind zusammen. Und ein paar Mal, nicht öfter, aber ein paar Mal. Ich rede mit Leuten dann anders. Also so habe ich ja eine ganz normale Stimme, ja. So die normale Basti-Stimme und da rede ich halt asozialer. Aber nicht nur die Stimme, auch der Inhalt. Ne, es ist nicht nur, ja, wie du es sagst, sondern auch, was du sagst. Du verhältst dich tatsächlich, du bist dann wirklich Marc, finde ich. Also du bist Marc. Dann nicht mehr Basti, du bist dann Marc das Wunderkind, aber halt betrunken. Nein, aber ich habe so den Eindruck, dass ich immer dann sag, Bruder, alles gut, Bruder, mach. Bruder, Lack, wird, mach, Lack, mach. Lack. Luke. So rede ich dann halt. Jean Lack. So. Jean Lack. Es ist einfach wirklich peinlich. Wir haben uns dann halt völlig wieder betrunken. Dann gingen irgendwann die Lichter der sogenannten klar an und mussten raus. Die eigenen gingen aus. Ja, wir mussten dann raus, dann sind wir irgendwie wieder zurück ins Wohnheim gejettet. Ich bin völlig tot, am nächsten Morgen aufgewacht. Tierischen Durchfall. 13 Uhr, tierischer Durchfall, gar keinen Bock gehabt auf dieses Leben, muss dann arbeiten. Bin dann halt zur Arbeit gegangen, Leute sprechen mich an, ich mit leerem Blick, immer noch so Alkohol im Ausdünsten, versuche so ein bisschen drauf zu antworten. Ey, ich schwör dir, es war einfach nur peinlich. Ja. Das war so meine Sauf-Story ja, an der Stelle. Schönes Wochenende. Aber ich möchte wirklich jetzt kurz nochmal darauf zurückkommen, diese ganze Struktur, diese ganze Situation mit der Musik, die Musik in Clubs. Also ja, genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, glaube ich, in 99% der Fälle noch keine gute Musik in Clubs gehabt. Keine gute Musik. Also nichts, wo ich wirklich sage, okay, gut, das ist nicht nice. Da möchte ich jetzt aber drauf eskalieren. Aber bist du auch mal gezielt auf irgendeine Party gegangen, die ein Genre oder eine Musikrichtung kommuniziert hat? Es gibt ja manchmal die 90er-Party, die Black-Hip-Hop, ja, oder die große. Ich höre ja sehr, sehr viel Rap und sehr, sehr viel Trap-Musik und natürlich bin ich schon auf Trap-Partys gegangen. Und natürlich machen die so nicht den geilen Trap, der heute cool ist, sondern die machen so 2013er Trap. So Trap, wo ich sag, Bruder, es ist kein Trap. Das ist Quatsch. Was du da gerade machst, ist Quatsch. So, das ist so mein Gedanke. Und dann machen die halt so komische Musik. Oder was ich auch gar nicht mehr leiden kann, sind so 90er-Partys. Wenn ich auch einmal Backstreet Boys höre, dann ich finde das so scheiße mittlerweile. Ich bin trotzdem der Erste, der drauf eskaliert. So, aber trotzdem finde ich es scheiße. Ich finde auch, 90er geht halt immer. Das ist das Traurige, weil ich kann mich eigentlich mit diesen ganzen 90s-Girls und Boys nicht richtig identifizieren. Weil eigentlich, nee, sind wir, eigentlich nicht. Wir sind ja auch gar keine 90s-Boys und Girls. Also ich bin ganz ehrlich, man ist in meinen Augen ist man ein perfekter 90s Boy Girl, diverse. Wenn man 89 so geboren spätestens selbst dann ist es schon relativ eng, weil dann ist deine Kindheit war vielleicht Ende der 90er, aber ja, es geht doch darum, dass man so zum ersten Mal weg war, nee, Ende der 90er und es geht ja auch ein bisschen darum, dass du, also du, die 90er sind ja nicht statisch von 1990 bis 99, sondern die sind ja schon noch in die Nullerjahre mit rein. Ja. Ich würde schon sagen, dass bis 2003 ungefähr noch Eurodance cool war in Deutschland. Der Knackpunkt, der große Knall war vielleicht der 11. September 2001. Bis dahin wären für mich die 90er. Jetzt ist der Eurodance vorüber. Mit einem großen Knall, George, verabschieden wir uns in eine neue Musikrichtung. Who can say. Und dann kam R&B. Ja, herzlich willkommen im Comedy-Podcast, der feinfühlige Podcast Nummer 1, Rundfunk 40 heute. Aber das ist doch schön. Warum haben wir das eigentlich nie gemacht? Ich frage mich ehrlich, warum haben wir das nie gemacht? Warum haben wir nie angefangen damit, yo, das hier ist Rundfunk 17 oder Rundfunk 1 in der ersten Folge? Ja, wir brauchen ja einen Namen. Also hieß der Podcast dann nur Rundfunk oder was?
Das ist doch so schon schwer genug, dass wir bei Google einigermaßen gerankt sind. Ja, man hätte einmal das irgendwie droppen können in der Folge. Also man hätte ja irgendwie am Anfang sagen, komm zu Rundfunk 17 und dann irgendwann so das hier ist Rundfunk 1. Nee. Und dann Twitter zum Beispiel jeder wieder zu einem anderen Hashtag, so läuft das nicht. Also wir können so intern als Gag, ist das jetzt Rundfunk 40, aber weiterhin dieser Erfolgspodcast heißt Rundfunk 17. Rundfunk 1-7 wird das geschrieben, arabische Zahlen. Ja, und mein Wochenende war auch ganz gut. Warst du fertig mit der Geschichte? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Sorry, Bro. Sorry, ja, also ich möchte mich nur kommunizieren, dass dieses Problem zu haben, dass die Musik im Club in der sogenannten Klar nicht gut ist. Und ich möchte einfach, dass Leute das wissen und Leute sich auch verstanden fühlen, wenn sie damit Probleme haben. Denn ich persönlich bin riesiger Verfechter von guter Musik und diese gute Musik, das ist mein Abschlusswort, läuft nicht in Klars. Dankeschön. Aber ich komme mir gerade vor wie diese verrückte Frau im Kölner Hauptbahnhof, die immer Hannelore Kraft als Schlampe bezeichnet. Die habe ich letztens, kennst du die nicht? Kennst du die nicht? Ich schwöre, ich habe die schon so oft in Köln getroffen. Nee. Letztens war ich so der Glück, ich war ja letztens in Köln. Ist deine Freundin doch wieder in Deutschland? Ja, die ist wieder. Ey, ich schwöre, ich war letztens ja in Köln und wirklich, ich war ja ewig nicht mehr da und genau dann habe ich mir so gedacht, ich war wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Und stehe am Bahnsteig und dachte mir, oh, schade, dass ich diese komische Frau, die für Hannelore Kraft beleidigt, nicht getroffen habe, ne? Und dann gucke ich links neben mich und merk so, dass diese Frau da steht und wieder rumschreit. Ich hatte Kopfhörer drin. Was schreit sie denn dann so? Gemacht. Die hat über Friedrich Merz ein bisschen hergezogen, aber ist eine geile, finde ich cool. Aber was ist ihr Anliegen? Also einfach nur alles scheiße? Die findet, das ist eine Schlampe und die tut so, als ob sie, ihr Anliegen ist es, die denkt ja, diese Frau denkt. Das ist so eine blonde, relativ kleine Frau, sehr abgefranst. Abgefranst. Die kam gerade aus dem Klar und ist mega abgefranst. Und die skandiert halt die ganze Zeit über halt verschiedene Politiker und denkt, dass sie eine Rede hält. Und so aber inszeniert sie sich auch. Im Hauptbahnhof oder draußen oder wo? Auf dem Bahnsteig. Und da muss doch mal die Deutsche Bundesbahn noch mal eingreifen. Haben die denn gar nicht mehr ihre eigenen Bahnsteige unter Kontrolle, dass jetzt hier jeder kommen kann und einfach irgendwie einen Reichsparteitag aufmachen kann oder was? Sie denkt halt wirklich, sie steht an einem Rednerpult und vor ihr ist eine tösende Menge. Tösend, auch dieses Wort existiert. Tösend. Mhm. Doch, gibt es, natürlich. Ich bin Chefredakteur. Ja, stimmt. Und ich finde das so witzig, muss ich ehrlich sagen. So witzig, weil es ist, also Spoiler, es gibt keine Menschen, die da zuhören. Es gibt nur Leute, die sich unangenehm abwenden davon. Und sie beleidigt halt die ganze Zeit. Und dann hört sie auf zu reden und sagt, vielen Dank, meine Damen und Herren, setz dich irgendwo hin, schläft oder so auf der scheiß Parkbank. Und 5 Minuten später steht die auf und sagt, was ich noch sagen wollte. Und dann geht's direkt weiter. Was ich noch sagen will, das ist alles Betrug. Lest mal im Internet, da steht die Wahrheit. So sieht's nämlich aus. Immer auf ein schönes YouTube. Auf YouTube.com /Rundfunk 17. Oder trau keinem Promi. Das kommt ja, auch sehr gut an. Ja, schon mal empfohlen, ja. Ja, mein Lieblings-YouTube-Kanal. Haben auch schon Leute reingeschaut, sollten mehr Leute schauen. Einfach auch mal lieben Gruß von mir dalassen in den Kommentaren. Sehr gerne. Wir müssen doch mal überlegen, ob wir nicht mal irgendwo so ein bisschen Cross-Promo machen können, dass die uns auch empfehlen, weil die haben doch bestimmt eine Reichweite. Also die haben doch. Wer denn? Die jetzt hier. Die Verrückte im Bahnhof oder was? Ja, und ihr müsst auch Rundfunk 17 hören. Das ist für alle, die die Augen mal öffnen wollen. Erfahrt ihr die Wahrheit. Nicht immer nur ARD, ZDF. Ja, ja, diese Medien. Die unabhängigen Rundfunk17.de. DE aus Deutschland. Deutsche Qualität. Qualitätssiegel. SSL verschlüsselt. Herzlich willkommen auf unseren Servern. DSGVO-konform, ja. Hui. SSL verschlüsselt, damit sollten wir weiter angeben. Willkommen zu Rundfunk 17, den Comedy-Podcast, in Klammern SSL verschlüsselt. Alter, wir haben mittlerweile so viele Begriffe, ne? Ich krieg die gar nicht mehr zusammen. Ja. Haben wir nicht? Ich auch nicht. Ich könnte Sumisu oder Rob, habt ihr nicht mal notiert? Was sind denn alles? Comedy, Erotik, Freizeitpark, Education, Hexen-Podcast waren wir schon mal. Der Hexen-Podcast, Ruselcast Fußball, hatten wir schon. Ach, natürlich Gott, unser Freizeitpark, Freizeit, der große Fauxpas, der große Fußballcast. Ja. Ist ja alles da. Irgendjemand müsste das jetzt mal bitte sammeln. Es gibt doch. Warum gibt es eigentlich noch keine Fanpages, außer diese Instagram-Sache, die auch wieder fast tot ist? Wir brauchen mal so eine Fanseite, wo jemand wirklich. Alles ist tot. Guck mal, das Ding ist,
alles ist tot. Ich traue ja diesen Leuten. Ende. Ich traue diesen. Ich komme mir vor wie diese Obdachlose, die alles haben Kraft verleiht. Alles ist tot. Alles tot. Alles tot. Nichts ist SSL verschlüsselt. Ey, ohne Witz. Das ist ja, guck mal, wir haben ja auch so ein paar Ultras. Und es gibt ja auch so Leute, wie zum Beispiel hier jemand, der in der iTunes, in den iTunes-Bewertungen bei uns bei Apple Podcasts geschrieben hat. Ich zitiere das jetzt einfach mal. Liebenswerte, menschliche, ich glaube, Abgründe, das wird nämlich abgeschnitten, steht als Titel dieser Bewertung, natürlich 5 Sterne. Da steht folgendes. Ich höre jetzt zum 2. Mal alle Folgen von Rundfunk 17 durch. Was? Bei kaum einem anderen Podcast windet man sich beim Zuhören so sehr, wenn die Protagonisten von einer zutiefst unangenehmen Anekdote zur nächsten schlittern. Und ich liebe jede Minute. Für mehr Mut zu menschlichen Abgründen. Ich lieb euch dafür. Kleiner Herz. So. Kleiner Friedrich Merz. Kleiner und drei, ja. Clara Fall hat das geschrieben. Das ist sicherlich ihr echter Name. Vielen Dank. Ich verstehe gar nicht, warum uns alle immer nur für irgendwas unangenehm. Was ist denn hieran unangenehm? Ich verstehe das gar nicht. Wir sagen zwar immer so aus Gag, ja, der unangenehme Podcast, aber nur weil ihr das immer behauptet. Ich finde das alles überhaupt nicht. Das ist ein ganz normales. Ihr das immer behauptet? Ganz wir normales, sagen doch immer der unangenehme Podcast. Leben, du hast jetzt einen Jingle davon am Anfang der Folge gehabt. Das ist doch ein ganz normales Leben, das wir führen. Na, weißt du, das ist nämlich. Das ist halt wirklich normal. Genau. Aber ich glaube, es wird von vielen Menschen so stilisiert als, gerade wenn man irgendwie einigermaßen in der Öffentlichkeit ist oder auf irgendeiner Plattform was erzählt über sich, dann muss man sein Gesicht wahren, dann muss man immer diese Coolness, dieses Typische bei Instagram. Bei Instagram muss ich geil aussehen, bei Instagram muss ich mich gut verkaufen und so erwartet man es, glaube ich, auch von... Du hast ja sowieso das schon längst abgegeben, so dieses geil aussehen auf Instagram. Man sieht ja auch, dass das dir völlig egal ist. Absolut, ich habe komplett entglitten, gerade in den Stories und so. Ne? Aber insgesamt ist es, glaube ich, echt so ein Phänomen, dass man... Dass wir machen ja hier nichts Besonderes. Wir inszenieren ja auch nicht irgendwelche peinlichen Situationen, um dann zu sagen, hahaha, es war schon wieder unangenehm. Es ist einfach unser fucking Leben, was so peinlich ist. Und es ist halt das wirklich haben halt viele, jede Woche ne? aufs Neue. Das haben halt viele. Vielleicht auch nicht alle. Es gibt bestimmt so ein paar Pseudoperfekte, aber in mehr Leuten, als man denkt, schlummert so ein unsicherer Boy, Girl, Diverse, der nicht genau weiß, ob das jetzt so common ist oder ob man damit alleine ist. Und ich sag's euch, ihr seid ein Freak, ihr seid verrückt, aber why not? Ist doch geil. Seid unmenschlich. Richtig. Nee, es ist ja wirklich so. Jeder von uns hat ja so seine socially awkward Seite, so bei mir die ist so ein Facebook. Bisschen weird ist, wo man irgendwie in großen Menschenmassen. Stell dir vor, du kennst jetzt mich. So, wir chillen miteinander und auf einmal zeige ich dir all meine Freunde hier aus dem Wohnheim. Wir sind auf einmal in einer großen Gruppe und ich gehe kurz, sag irgendwie sowas wie, yo, sorry, ich gehe ganz kurz auf Toilette, bis gleich. So. Und einmal viel Glück in der Situation. Viel Erfolg. Weißt du? Ja. Du kennst davon niemanden. Und that's it. So, du kommst einfach dann nicht klar mit dieser Situation. Es ist einfach sehr, sehr schwierig. Es ist einfach schwierige Situation. Und jeder von uns kennt das einfach. Und jedem von uns passieren auch peinliche Dinge den ganzen Tag lang. Jeder von uns sagt irgendwas Dummes auf irgendwas. So, irgendjemand sagt, der Kellner steht vor dir, gibt dir irgendwie dein Essen und sagt guten Appetit. Und du sagst, ja, dir auch. So, es gibt einfach das. Das passiert täglich und es passiert jedem von uns. Und es sollte niemand unter den Teppich kehren, auch im Namen meiner Teppichkehrerin. Ja, das stimmt. Und wenn das nun mal vielleicht unser Geheimrezept ist, okay, jetzt wär's nicht mehr geheim, aber dann, Geheimrezept, dann, was denn für ein Geheimrezept zum Erfolg dieses Podcasts? Wir sind nicht erfolgreich. Wir haben 200 Views fast bei YouTube pro Woche, das ist schon... sind nicht erfolgreich. Wir haben 3 Hörer, so Miso, Rob the Bob und der eine da. Und wir, wenn wir gegenhören, so... Das ist wirklich so. Wir dürfen uns auch nicht so, Basti, wir dürfen uns auch nicht so kleinreden. Weißt du, wir kriegen nie Kooperationen, wenn wir weiter, wir sind doch überhaupt nicht werbekonform, ja, wenn wir hier die ganze Zeit halt vom Saufen reden. Das müssen wir werden. Nein, ich pass auf, ich habe schon versucht, eine USP zu finden für uns. Wir sind der Podcast ohne Tabus. Das ist es so, weißt du, wir sind die Tabu-Boys. Wir sind halt, wir reden über alles. Das ist so unfassbar generisch. Nein. Jeder sagt das. Nein. Doch, jeder sagt immer, das von sich. Wir sind der Sex-Podcast, wir reden über Geschlechtskrankheiten, hahaha. Ohne Tabus. Wir reden über, nichts mit Tabus, aber dann geht's halt nur um Tripper oder was weiß ich. So, und bei uns, Tripper ohne Tabus. Und bei uns ist es halt wirklich... Aber alle reden ohne Tabus. Nein, es gibt auch Leute, die reden mit Tabus, glaube ich. Wer denn? Ja, sag mal eine Person. Ich habe die noch nie gehört. Ich auch nicht, aber die sind irgendwie immer auf Drecksriesen-Podcast. Ey, alle, die in der Top 10 sind, die können mir mal einen Teppich kehren zu Hause. Die gehen mir richtig auf den Sack. Riesige Geschlechtsteile, manche auch.
das Problem ist einfach, ich habe mir da so sehr, sehr viele Sachen auch jetzt mal in den, ich habe mir da so iTunes-Bewertungen und sowas durchgelesen, vielleicht auch Kommentare im Internet und anscheinend, auch ohne es selbst gehört zu haben, und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, das dürfen gern Leute hören, sagen, die selbst solche Podcasts hören, haben die alle sehr, sehr große Probleme mit Sexismus irgendwie, dieses gemischte Hack und diese beste Freundin und sowas. Also denen wird vorgeworfen, dass sie sexistisch seien, oder was meinst du? Ja, relativ frauenverachtend, also voll ehrlich, gut, weil das wird uns gar nicht vorgeworfen. So. Dann ist das vielleicht unser USP. Wir sind der 21,3-jährige Girls-Podcast. Da machen wir jetzt Logo pink und alles. Nix mit Schnee und Mützen, alles wir pink. Wir sind wirklich, also, pink also ist das ja eine Einzige, Frauenfarbe, ist ja klar. Also Frau, also wirklich, wir sind da wirklich nicht frauenfeindlich. Das macht mich richtig glücklich, weil also das einzige politisch inkorrekte, was wir hier haben, sind so deine Rassismusausfälle. Aber hier sonst irgendwas ist rassistisch? Alter, du bist auch schon wieder wie eine Sissy, wie so eine Schlampenfrau, wie diese ganzen Frauen alle. Weißt du, direkt so eine richtige Emanze bist du. Ich hasse diese Frauen. Jetzt haben die gefeiert 100 Jahre Wahlrecht. Peinlich, Alter. 100 Jahre haben die Männer denen gezeigt, wo es lang geht. So, damit herzlich willkommen in der Top 10 bei iTunes. Hier sind wir. Ich glaube, wir müssen anfangen, einfach auch ein bisschen polemischer zu werden. Wenn ich in diese scheiß Top 10 gucke, gemischtes Hack. Wir sind besser als Sex von Ines Aioli mit ihrem Knoblauchgeruch wahrscheinlich aus allen Öffnungen. Beste Freundin. Und deshalb liebst du sie? Podcast, UFO, Gästeliste, Geisterbahn, Herrengedeck. Was können die, was wir nicht können? Wir sind unterhaltsam, wir sind real, wir sind unangenehm, oder wie man auf Englisch sagt, unangenehm. Wir sind Internetstars. Und das muss ein bisschen gewürdigt werden. Deswegen abonniert uns bei YouTube und gebt uns was Geld. Was ist eigentlich mit dieser blauen Stunde? Blaue Stunde. Auch von diesem, wie heißt der Typ? Serdar Kebekus. Serdar Kebekus, ja. Serdar Mundschuh. Ah, so war das. Ja. Ja. Besser als Sex, beste Freundin, gemischtes Hack. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Die haben bestimmt 200.000 Hörer. Ja, aber warum? Shit. Wo kommen die her? Nur weil da Sex im Titel steht, weil das Bild pink ist und weil das zwei Frauen sind, wo die beide, den fallen fast die Milchäuter raus auf dem Bild. Ist das vor allem, Sex vor allem dieses gemischte Hack fuckt mich so am meisten ab. Die haben erst letztes Jahr damit angefangen. Ja, und? Aber das, die sind halt beide auch ein bisschen, ne, hier Felix Thomas, ne, wie heißt der, Tommy Felix Neuro, wo sind die Lobrecht denn Pre-Fame? Noch ja, nie der hat einen Comedy-Preis gewonnen und so, der hat schon auch noch normale Präsenz, und wir sind ja außerhalb dieses Podcasts, sind wir ja niemand, wir sind ein Niemand, wir erreichen nichts, wir haben so einen peinlichen 9-to-5, 40-Stunden-Woche, Mindestlohnjob, da kannst du so nichts gar mit, Job. Mit rein, ja eben so, wenn ich jetzt Comedy-Autor wäre, wie zum Beispiel Tommy Schmidt, und du aber Comedy, wie nennt man das, Stand-Up-Newcomer, dann hätten wir die gewisse Relevanz, sondern würde auch, weiß ich nicht, Spiegel Online mal schreiben, das ist ein Geheimtipp, der neue Podcast von, Sie kennen ihn noch bestimmt, von 2014, Zirkus Halligalli, hat er mal im Hintergrund eine Kuh gemolken, das ist der große Autor von Joko und Klaas, das Mastermind hinter Deutschlands Comedy-Elite und so, und wir haben halt nichts, wir sind niemand, Basti, und damit kokettieren wir ja auch, wie man im Volksmund sagt, und da sind wir wieder beim Geheimrezept, unangenehm, herzlich willkommen. Wir kokettieren einfach nur damit, dass wir scheiße sind, so. Ja. That's it. Das und das ist geil. Ein super Konzept. Das ist einfach geil. Das kann ich allen empfehlen. Ich find's auch mega. Darauf basiert mein ganzes Leben, dass ich, ist auch manchmal gefährlich, in dieser überironischen Blase mich befinde. Ey, und damit alles rechtfertigen kann, wenn irgendwas peinlich alles, wird. Alles. Einfach ironisch, Leute. Das ich habe das auch. Gag. Ich habe das auch nur noch. Also ich persönlich bin mittlerweile so ironisch. Und das glaube ich, habe ich auch schon öfter gesagt. Bin so ironisch. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich überhaupt ernst meine. So. Das nennt man aber auch Demenz. Das könnte man auch als vielleicht kognitive Dissonanz irgendwie bezeichnen, weiß ich nicht, geistige Behinderung, mir ist es völlig egal, Asperger-Autismus, aber ich bin so abgefuckt ironisch, auch all meine Social-Media-Profile. Ne? Ich kann nichts mehr unironisch da reinschreiben. Ich habe ja Gott sei Dank jetzt, also meine Instagram-Stories sind in der Regel nicht so, ich mache einen auf cool so, sondern immer irgendein ironischer Bruch da drin. Ja. Außer wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, das sieht gerade schön aus, das war's so. Oder meine Profilbilder oder meine Bilder, die ich auf Instagram hochlade, da ist immer irgendwie ein Emoji drunter, um möglichst nix irgendwie da rein interpretieren zu können. Da ist einfach nur das da, dieser kleine Emoji, that's it. So, ich versuche das möglichst alles nicht zu ernst nehmen. Oder auf Twitter genauso. Ich habe noch nie einen ernsten Tweet abgesendet gefühlt, so. Oh, ich schon. Aber bei Instagram benutze ich auch gar, also ich habe auch alle Beschreibungen, ich benutze keine Beschreibung, ich benutze keine Hashtags und auch keine Emojis. Ich auch nicht, nee. Außer im Notfall, man weiß es ja, ne, das ist wie wenn ein Flugzeug verunglückt, dann darf man im Notfall irgendwie die Tür aufmachen. Im Notfall ein Emoji benutzen. Im Notfall darf man ein Emoji da irgendwie reinrutschen, aber im Großen und Ganzen, ich finde das halt auch albern, ne? Überhaupt die Tatsache, wenn man immer wieder so hört, ja, wie kriegt man bei Instagram Likes und wie geht das ab? Ja, du musst so 12 bis 16 Hashtags benutzen, und wenn du mal guckst, wie dann Leute teilweise, also es ist so
von Anbietern. Ich mache dann ein Bild und dann mache ich noch so Punkt, 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 ganz viel, damit man nicht sieht, welche Hashtags ich benutze, weil die dann verschwinden hinter dem Mehranzeigen-Dings. Und dann hau ich da einfach alles rein, Insta-Cutie, Pick of the Day, Hashtag Follow for Follow, einfach irgendwie alles, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist so wirklich, als würde ich draußen rumlaufen und hätte so Post-its dran, wo irgendwie steht, mach mir Komplimente, gib mir Geld, gib mir Aufmerksamkeit. Kauf mir ein Bier. Aber hat man das nötig als Mensch in Deutschland? Ja, hast du. Natürlich, du lebst doch von positiver Anerkennung von anderen Leuten. Aber ist es nicht Leuten. Viel mehr wert, positive Anerkennung von den Menschen zu kriegen, die man auch kennt, die man selbst wertschätzt? Also meine eigenen Follower, meine Freunde, meine Family? Nee, mittlerweile bei mir überhaupt nicht mehr. Bei mir ist es mir völlig egal. Die Zahl Hauptsache, ich krieg Anerkennung. Wir sind in so einem Milieu mittlerweile. Da ist es völlig egal, ob Mama und bester Freund und Freundin und so weiter, ob die das liken, sondern da muss halt am Ende 10.000 Likes drunter stehen und dann ist der Tag gut. Es ist ja auch Quatsch, dass man jetzt so eine Differenzierung zwischen On- und Offline-Welt jetzt macht. Also es ist ja wirklich so sehr verschwommen, dass es einfach wirklich mittlerweile zu einem geworden ist, meiner Meinung nach. Und natürlich sind so 10.000 Likes oder so auf deinem Profilbild nicht so viel wert wie vielleicht persönlich die Aussage von irgendwie deinem Crush, der dir sagt, oh mein Gott, du siehst heute richtig cute aus, ist natürlich nicht so viel wert, ne? Aber es ist trotzdem immer noch etwas. Monetär sind die 10.000 Likes langfristig mehr wert als irgendein Mensch, der dir was sagt. Mehr Menschen. Aber es ist halt im Endeffekt trotzdem etwas Wertvolles und es hilft einem ja trotzdem. Also ich verstehe nicht, natürlich, es gibt immer ewig Gestrige vielleicht auch in meinen Augen, die halt sich davor verschließen und sagen, ich leg da gar keinen Wert drauf und ich will das nicht, für mich ist das alles fake. Aber man muss einfach sagen, sorry, aber online, wir sind durchgehend online, so wie das Lochi-Pärchen das schon mal gesagt hat. Ja. So ist unser Leben funktioniert mittlerweile einfach online. So, es ist halt einfach so. Und online, jetzt kann man natürlich sagen, so aus so einer pseudorebellischen Sicht kann man natürlich jetzt sagen, ui, das ist mir aber nicht so viel wert. Ich lege keinen Wert auf dieses ganze Social Media Zeug. Ja, warum postest du dann ein Bild? Hä? Warum haust du dann 12 Filter drüber? Sag's mir. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich sage das ja nicht, aber ja, ich verstehe deinen Punkt absolut. Und es ist auch wirklich, glaube ich, nicht einfach. Ich habe auch gestern, oder wann war das? Wo habe ich das denn gesehen? Irgendwo bei YouTube, glaube ich, zum Thema Instagram-Sucht. Dann habe ich mal so überlegt, eigentlich, also ich bin ja jetzt nicht so aktiv bei Instagram. Ich bin ja bekanntlicherweise bei Twitter sehr, also Internetstar, Twitterstar, wie man auch, glaube ich, zurückhaltend sagt. Aber bei Instagram ja gar nicht so. Das ist ja irgendwie noch so halb privat, mir folgt mir kaum jemand. Und aber trotzdem bin ich so bei Instagram so überaktiv in letzter Zeit, auch mehr als bei Facebook. Und das, ich gucke da und scrolle rum und man spürt gar nicht, wie die Zeit vergeht, während man einfach nichts macht. Und ich weiß gar nicht, warum. Instagram triggert mich auch hart. Also da bin ich bin wirklich krass getriggert von Instagram, weil das allein diese Entdeckenseite, da verbringe ich regelmäßig ewig lang, ewig viel Zeit. Ja, Wochenende, Stunden, Tage, so. Ja. Es ist schon weird. Aber Instagram hat auf jeden Fall mich jetzt irgendwo ganz schön stark getriggert, was das angeht. Und natürlich über Twitter bin ich gar nicht mehr so viel, muss ich sagen. Aber Instagram ganz, ganz viel. Aber ich poste ja auch gar nichts aktuell. Es geht erst wieder im Januar, glaube ich, los. Ich hoffe, dass da ja, dann jettet man richtig hart zu. Ich bin dann Star, mich hier raus. Genau, so, Dschungel, DSDS, Bachelor, GNTM fängt bald wieder an. Also da gibt's, glaube ich, schon so ein paar Highlights, auf die freue ich mich auch schon ganz groß. Und dann da freue ich mich auch wieder der Trash-TV-Talk, Deutschlands erfolgreichster Trash-TV-Talk-Podcast und einziger. Trash-TV-Talk-Podcast. Ja, bis dahin müssen wir noch die Weihnachtszeit rumkriegen. Und ich habe jetzt am Wochenende mich auch endlich mal dazu durchgerungen, mich persönlich mit der Weihnachtszeit ein bisschen anzufreunden und langsam so in the mood zu kommen. Ich bin ein geiler Typ und ein relativ, ich bin ja, wie nennt man das? Schütze, Sternzeichen und hab ja bald auch Geburtstag. Sexist, Rassist, dementsprechend ein Kind des Winters, würde ich mal vermuten. Aszendent, Schneeflocke. Schütze? Schützchen. Weißt du, was ich so für ein Sternzeichen hab? Du hast im Sommer, bist du Widder oder so ein Scheiß? Steinstier? Nee, das repräsentiert so ein bisschen meine gespaltene Persönlichkeit. Krebs. Es repräsentiert aktuell meinen aktuellen Gesundheitsstatus, Krebs. Jungfrau ist September. Ich bin Zwilling und es ist mir so egal eigentlich, sag ich dir ehrlich. Es ist wirklich, ich hab
Glaubst du an sowas? Kurze Frage. Zwillinge. Glaubst du daran? Das ist Betrug. Das gibt's nicht. Das ist ein Spiegel. Da laufen Menschen mit so einem Schaufenster riesengroßen Körperspiegel rum. Ja. Das hat dieser komische, dieser Zauberer mit dieser Maske hat jeden Zwilling. Der maskierte Magier deckt auf. Leute, Zwillinge gibt's gar nicht. Glaubst du daran? Nein, ich glaube daran überhaupt nicht. Das sind Spiegel und Beleuchtung. Ganz viel machen immer Spiegel und verschiedene Lampen und so. Und die Assistentin, die dann einen ablenken. Also wenn ihr irgendwo vermeintlich Zwillinge seht und da tanzen noch in so Strapsen so junge Frauen drumherum, das ist Ablenkung, weil ihr damit ihr den Spiegel nicht seht. So. Leute, Rundfunk 17, Leute, glaubt ihr an Sternzeichenzeug? Ich glaube nicht an die Kraft der Sternzeichen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aszendent. Gesundheit. Macht man das nicht irgendwie Sinn? Das ist nicht so Tabs fürs Gebiss oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Aszendent. Ist es nicht, dass du eine höhere Bewusstseinsebene erreicht? Aszendenz? Nee, das ist so, ich bin Schütze, Aszendent Steinbock oder was auch immer, ich weiß nicht, was das heißt. Dass ich irgendwie, dass Schütze und Steinbock zum Beispiel dann jetzt mega gut connected oder was? Wie kriege ich den Aszendent raus? Auch mal, glaube ich, seine scheiß Uhrzeit. Als ob meine Mutter sich das gemerkt hat, wann die mich da rausgeschossen hat. Früher war das auch einfach nur, Hauptsache das Ding ist draußen und einigermaßen ist alles dran. Naja, manche heute Sachen... heute gibt's so 10 Social exorbitant groß, Posts. Zum Beispiel... Ja, und manche Sachen nicht, aber Hauptsache es ist alles dran so. Und dann weiß man am Ende, ja, du, es war irgendwann nachts, aber vielleicht war es auch einen Tag früher noch und irgendwie noch abends oder so. Ach, keine Ahnung, war dunkel draußen, ja. Also ich weiß nicht, wie ich das jemals rauskriegen soll, was ich für ein Aszendent bin oder was es überhaupt ist. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Müsste man mal googeln, so Aszendent-Rechner, so Casio-Rechner gibt's da wahrscheinlich, die einem das sagen. Nein, worauf ich hinaus wollte, ich bin in the mood gekommen, weil ich auf einer, jetzt halte ich fest, auf einer ugly Xmas Sweater Party eingeladen war. Und wie der Name schon sagt, ist das wichtigste Kriterium dort, cool, dass man absolut cool aussieht, aber natürlich ironisch, indem man einen ugly Xmas Sweater hat. Für Leute, die kein Deutsch können, ugly Xmas Sweater, nein, hässlicher Weihnachtspullover nennt man das, glaube ich. Was hast du gerade gesagt? Ganz kurz, kannst du noch mal ganz kurz das wiederholen, was du gerade gesagt hast mit alle Leute, die kein Deutsch können? Und dann hast du gesagt, also ich hab gehustet. Bruder, du hast aber sehr, sehr schnell. Nein, du hast den Witz halt nicht. Ist egal. Spul nochmal zurück einfach. Du hast den Witz sehr undeutlich gebracht, darum geht es. Genau, aber weil ich gemerkt habe, dass darüber niemand lachen würde und dass die Strichliste auch immer noch nicht ansatzweise gefüllt ist. Deswegen lasse ich das lieber. Ja, und dann gab es natürlich, wie es jetzt gehört, auf so einer Party auch noch Schrottwichteln und so weiter. Also es war. Was hast du bekommen? Ich habe. Erzähl, was du bekommen hast. Eine Weihnachtsmütze bekommen mit roten blinkenden Sternen. Das Problem ist, die blinkt immer noch. Die gehen nämlich nicht mehr aus. Da musste man einmal so ein Papier-Schiebeding rausziehen und seitdem, es gibt da keinen Schalter, blinkt das, bis die Batterie leer ist. Das ist eine Mütze, die obendrauf noch so einen riesenlangen Draht hat, der so ein bisschen verdreht ist und daraufhin halt einfach bei jeder kleinen Bewegung, wenn ich ihn aufhabe, extrem rumwackelt. Also sehr, sehr lustig, sehr entwürdigend sieht es aus. Und on top, das war ja noch nicht alles, kam dann noch ein Häkelset von Frozen, wo Wolle und so ein Häkel, wie nennt man das, Stab drin ist mit Anleitung. Und dann kann ich jetzt nicht Anna, nicht Stab. Elsa, wie heißt die andere? Red Hat, doch Elsa, nee, ich Anna. Red Hat und ich so ein Reh Ahnung. Oder Hirsch oder Frozen, sowas kann ich da. Frozen nie gesehen. Ich auch Frozen nicht. Nie gesehen. Völlig überbewertet. Frozen, was ein Scheiß. Frotzen. Fotzen. Frotzen. Es wäre geil, wenn Kinder den Frotzen nennen würden, weil die das ja noch nicht aussprechen können. Das fände ich recht lustig. Nee, das ist ja auch anders. Das wäre vielleicht zu unserer Zeit, wäre das passiert. Das sollte das nicht aussprechen können. Oder in Ostdeutschland bestimmt auch. Aber heute ist man ja sehr mit Englisch auch in Deutschland jetzt aufgewachsen. Mach mal nicht, so. Du, Basti, wenn wir die Ossis nicht mehr haben, dann hört keiner mehr den Quatsch hier. Ich bin hier. Doch halber Ossi. Das ist halt das Witzige. Du bist doch kein halber Ossi, deine Mutter halb. Du bist dann höchstens Viertel Ossi. Meine Mutter kommt aus Ostdeutschland. Aber die ist wohnt da ja geboren? Jetzt nicht mehr da. Ja, nur wenn man da geboren ist, was ist das für ein Quatsch? Das seht nicht. Deine Mutter ist kein Ossi. Natürlich hast du die mal gehört. Die hat eine geile Raucherstimme und redet immer so haben? Mit so einem Dialekt. Mach mal vor. Ich kann das leider nicht. Ich könnte höchstens eine Raucherstimme nachmachen. Mach doch und mal heimlich eine Sprachnotiz, oder wenn sie eine Sprachnotiz schickt, oder wenn du, nimm sie mal auf. Oh, wie stellt man die sich vor? Lass mich mal raten. Hat die so dunkelrote Haare, so Rotkastanie? Überhaupt nicht, null. Dann aber so ein hässliches Blond. Es ist so ein bisschen blonder als ich. Heller, ne? Und so, ja, ja. Und längere Haare als du.
Ja, klar. Nee, Glatze. Ja, genau. Und dann hat sie, und sie hat auch durch das Rauchen und so, hat sie auch verhältnismäßig für ihr Alter schon ein bisschen faltige Haut, die nicht so hundertprozentig gesund aussieht. Genau, richtig. Genau. Das sagt man gerne über seine Mutter. Sehr, sehr viel gebräunt. Also genau, nicht sehr Solarium viel gebräunt. Oder was ist das? Nee, aus der Sonne. Aber wo ist denn jetzt Sonne? Eine Sonnenanbeterin, könnte man sagen. Die Frau Mast, schön, ja. Okay. Ja, aber schön. Wichtig ist, dass man selber. Wie geht's deiner Mutter eigentlich so? Ich glaube, meiner Mutter geht's relativ gut. Lang nichts mehr davon gehört. Aber die hat braune Haare. Safe. Die hat kurze braune Haare. Also kurz. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe deine Mutter gar nicht vor Kopf, aber vor Kopf sagt man das. Ich stell mir vor so eine Augen vor Kopf. Kleine dickliche Frau vor. Nein, bei dir. Nein, überhaupt nicht. Meine Mutter ist relativ mit russischem Dialekt, Akzent. Genau, die ist hauptberuflich Hexe, wie man weiß. Und aber die hat braune Haare, das stimmt. Aber ist die klein? Ja, ne, ist eine kleine. Aber die, ich glaube, das kann auch eine ganz filigrane sein, oder? Nee, also ich hab schon viel von meinem sehr, sehr dummen Humor von meiner Mutter. Ich habe ja auch schon mal gesagt, so, also ich rede mit meiner Mutter recht schonungslos, weil wir diesen Humor auch verstehen. Also du Schlampe! Warum hast du mich rausgepresst? Schlampe ist schon hart, aber wie anmaßend, dass du dir gedacht hast, mich gebären zu können. Ihr, so, wenn ich in der dritten Person über sie rede, sowas kriege, sag ich so, ja, das kann die Alte machen oder sowas, weißt du? Und das finde ich super, wenn man mit seiner Mutter so offen schlecht reden kann und auch sagen kann, du kriegst nichts gebacken und so aus Gag halt, weil wir das zusammen sagen. Also eigentlich ist dieser Podcast auch aus diesem Gefühl, aus dem Gefühl entstanden, wie ich mit meinen sehr engen Vertrauten rede, nämlich absolut abwertend unter dem Deckmantel der Ironie. Und das, die Ironie das heiligt alle Mittel, kann man immer wieder sagen, ja. Aber hey, ich schwöre, Basti, nochmal zurück zur erzähl bitte weiter von deiner Schrottwichtel-Erfahrung. Zur Ugly Xmas Sweater Party. Ugly Xmas Sweater Party. Es war eine private Party, also zu Hause, und die Bude war relativ voll und irgendwann. Hey, wer war alles da? Leute. Wie sahen die aus? Die waren geil, ja. Ich kann dir mal habe ich nicht das Foto, das Gruppenfoto geschickt, wo alle drauf sind? Also ich glaube, wir waren über 20 am Ende. Hattest du? Die sahen attraktiv aus. Hattest du Sex? Selbstverständlich. Mit der Weihnachtsmütze und dem Häkelset in der Hand, ja. mit der Weihnachtsmütze hattest du Sex. Das ist genau richtig. Wie halt so ein Abend endet. Nein, und irgendwann verliert man den Überblick. Und für mich war mindestens die Hälfte der Leute kannte ich überhaupt nicht. Und die andere Hälfte, so ein paar kannte ich recht gut. Und aber auch ein paar nur so entfernt. Aber wie gesagt, die eine Hälfte gar nicht. Und irgendwann, ne, ich war recht früh da und irgendwann kamen halt immer wieder mehr. Und es ist ja immer diese peinliche Situation, wenn man auf einer Party ist und wenn es voller wird, der Begrüßung. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Deswegen komme ich ganz gerne auch eigentlich früh bei Partys. Es ist ganz schlimm, wenn man so zu spät kommt und dann ist es so voll. Und dann kennst du so ein paar und ein paar nicht. Und dann sagst du dann einfach so, hallo, und winkst so. Oder macht man dann, oder geht man zu jedem hin und gibt ihm die Hand und dann geht man zu den Vertrauten und die das darf man umarmen. Also was ist die Regel da? Das Problem gibt's ist, eine Regel? Es gibt eine ganz, ganz schwierige Situation, denn wenn du später kommst und alle vielleicht in so einem Kreis sitzen, sagen wir mal auf dem Sofa, und davor ist so ein Tisch und alle sind ganz entspannt da, steht ganz, ganz viel Alkohol, alle sitzen da im Kreis. Das Problem ist, dass du ja dann, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du rufst einmal in die Runde Hi und winkst so ein bisschen weird, oder du gehst zu jeder Person einzeln hin und sagst, hi, ich bin Marc, hi, ich bin Marc, hi, ich bin Marc. Aber das kannst du ja nicht Marc, bei über 20 Leuten machen, das ist auch unhygienisch. Ja, eben. Deshalb gibt es dort eine sehr schwierige Situation. Und diese Situation kennt jeder, aber niemand hat Verständnis dafür. Auch wenn ich das sehe und das awkward aussieht, dann denke ich mir auch im Kopf, hä, der Versager. Und 10 Minuten später oder ein paar Tage später bin ich dann selbst auf so einer Party, mach genau dasselbe und denke mir, oh, fuck, mein Leben, Alter, was tue ich hier die ganze Zeit? Also, es ist unfassbar schwierig, aber ich denke, das beste Mittel, für mich persönlich auch, ist zu sagen, das ist sofort ironisch zu brechen, aggressiv Flucht nach vorne, zu sagen, hey Leute, hi, ich bin Marc, wie geht's euch allen, bla 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 bla. Und dann so direkt irgendwie Gespräch mit allen gleichzeitig anfangen. So. Ah, das weiß ich nicht. Das ist so meine Lösung. Oder man kommuniziert diese Pein und sagt so, ja, ich kann euch jetzt ja nicht allen die Hand geben, ne? Ich sag mal hallo in die Runde, ne? Hi, hi, hi. Und dann eben geht man zu vereinzelt zu Personen, witzig, die man kennt, und dann macht man auch so den sogenannten, wie nennt man das, Shoulder Clap, dass man da denen nicht so richtig hallo sagt, aber so, hey, na, du bist ja auch hier, so dieses, also jetzt nicht auf den Arsch, wie ich es jetzt gerade mache, sondern so, hey, na, du auch hier, und so ein bisschen so kappeln, so, hey, na, du bist auch schon lang hier, gerade im Auto gekommen, ich lass mich abholen nachher. Keine Ahnung, dass man so eine gewisse Lockerheit da reinbringt. Kurze Frage, du hast ja gerade eben vom früh kommen geredet, dass du ja früh hinkommst. Ja.
Bist du eigentlich so ein Mensch, der kann lang Sex haben? Wenn das Wetter stimmt. Es ist viel abhängig vom Wetter und ob ich Knoblauch gegessen habe vorher. Ich sag ehrlich, wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich die sogenannte Maschine. Ja, aber auch nicht zu viel, ne? Das können halt auch sehr, sehr schnell kippen. Zu viel geht natürlich gar nichts mehr. Zu viel ist aber irgendwann diese Faulheit erreicht, wo man einfach nur sich selbst hinter ins Bett legt und hofft, dass wieder morgen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte mal was mit einem Girl und wir waren halt sau drunky und da ging's halt rund, ne? In der Kiste ging's halt, hui, mein Lieber, da gesangst du einen, ne? Und ich war halt so betrunken, ich konnte mich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern. Mir wurde einfach nur gesagt, ich bin schwanger. Das ist sehr, sie meinte, oh, es war voll süß, du bist irgendwann einfach eingeschlafen. Während des Aktes. Scheiße, ist doch nicht süß. Aber das heißt, wurde der Akt von deiner Seite vollendet? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich vielleicht ich bin eingeschlafen. Ihrer. Das weiß man nicht, ne? Wahrscheinlich auch das nicht. Das weiß ich nicht. Wenn sie sagt süß, nicht. Wenn sie sagt süß, dann ist es ja auch schon mal nicht negativ. Außer sie meint süß-sauer, dann vielleicht schon. Also ich frage mich ganz offen, wie man erstens so etwas süß finden kann. Und zweitens, wie kann mir denn sowas passieren? Also es ist wirklich das Peinlichste, was überhaupt möglich ist. Naja, aber das kann, danach das wollte ist ich ganz erst klar, warum Boden es passieren versinken. Kann. Dein Kopf denkt geil, 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 heute wird geknallt. Und dein Körper denkt, wann anders? Und der Kopf dann wieder, nein, jetzt ist die Chance. Geil, 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 jetzt ziehen wir das durch. Und dein Körper so. Perfide, so richtig perfide Gedanken, Alter. Mhm. Im Kopf ist man dann wirklich so, ja, jetzt wird's mega, jetzt geht's rund so. Und ab einem bestimmten Punkt ist der Körper so am Arsch, dann denkst du ja auch nur so, oh Gott. Das ist auch so ein Schutzmechanismus des eigenen Körpers, dass der dann einfach aufgibt und in sich zusammensackt und dann so denkt so, und bye und aus, Action, Cut, danke. Es ist ja auch meist ein Fehler, weil das Ding ist ja auch, du hast ja, wenn du so One-Night-Stands mäßig hast oder so lockere Sachen, dann passiert das ja meistens so, dass du so sehr spät erst damit anfängst, weil der Abend ja schon sehr lang läuft. Weißt du, was ich meine? Ja, also du bist dann so, du beginnst immer einfach nachmittags treffen. Einfach dieses einfach nachmittags treffen, anfangen zu saufen und irgendwann dann gegen 22 Uhr dann haut man weg, so ganz easy. Aber auch ganz schnell, dann auch direkt wieder heim. Also nichts mit übernachten und Frühstück. Ja, genau. Dann kann man auch sagen, ich muss morgen früh raus. Ich hau es noch ab. Du, ich treffe mich noch mit komplett anderen gleich. Nochmal, es geht weiter. Also insofern würde ich dich bitten, jetzt mal langsam wieder zu gehen. Ja. Das Ding ist, ich verstehe das 100% und es ist, ich weiß auch nicht, wie man da eine Lösung findet, weil das Problem ist ja, du fängst dann um 22 Uhr an zu trinken und irgendwann dann um 4 Uhr nachts hast du dann irgendwie, läuft es dann langsam mit der Person deiner Begierde. Dann ist man auch müde und dann ist man so der nächste Tag ist dann auch wieder richtig im Arsch und vorher musstest du alles aufräumen und duschen und rasieren und was weiß ich, was du machen musstest vorher. Vor allem die Assoziation ist ja auch das Problem. Also es ist 4 Uhr nachts, dein Körper ist so ein bisschen am Runterfahren. Das Problem ist ja, du ziehst dich ja dann auch noch aus. Und das ist ja eigentlich deine... Ich hoffe, dass das die Partnerin machst du ja eigentlich macht, immer, wenn du schlafen gehst. Ich mache gar nichts mehr, ganz ehrlich. Das ist für mich auch ein Service, der dann, finde ich, vom Gegenüber gebracht werden sollte. Ausziehen. Ja, aber ich meine, es geht um das Ausziehen selbst. Wenn ich keine Kleidung mehr anhabe, dann denkt sich mein Körper, jetzt ist Schlafenszeit. Ja, genau, das ist wie so eine Szene bei Belexa, die dann if this Pavloscher then Hund. That, also die weiß da ganz genau, der Körper denkt so, er will schlafen, geil, okay, Müdigkeitskick aktiviert, Bettstimmung aktiviert, Licht wird runtergedreht, lalelu, gute Nacht und dann nein, Körper, jetzt sollte eigentlich geil gerammelt werden. Jetzt musst du nämlich wirklich auf körperliche Höchstleistung gehen, mein Lieber, ne? So, das kommt dann nämlich. Das ist immer schwer, ich finde das auch, man muss auch einfach ehrlich mal sagen, jetzt zum Ende hin, Sex ist anstrengend. Ja, ich finde auch, da könnte man auch im Zuge von Smart Home und so weiter durchaus mal überlegen, ob man das den Menschen nicht leichter macht. Wir wollen unser gesamtes Leben digitalisieren, wir wollen es vereinfachen und das Ziel ist zunehmend, weniger persönlichen Einsatz zu bringen und trotzdem ein geiles oder noch besseres Ergebnis zu kriegen als sonst. Warum machen das nicht Maschinen? Ich sag's dir ganz ehrlich. Warum gibt es da nicht mittlerweile Techniken für, dass man selber noch seinen Spaß hat? Fickroboter. Oder nicht? Unterm Strich geht es um einen Fickroboter. Du hast absolut recht, ja. Nee, die gibt es ja. Aber ich glaube, das wird. Ja, aber so ein richtiger, nicht so eine Fickmaschine, sondern Fickroboter. Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Das würde doch ziemlich, Ahnung. Also für mich persönlich würde das sehr, sehr viele Probleme lösen. Das Leben erleichtern. Ja, das Problem ist nur, wirklich leichter. Kann man den noch gut verstauen? Oder steht er dann so im Schlafzimmer und macht so eine Decke drüber, damit man es nicht so sieht, weil der keinen Schrank fasst? Oh Gott. Decke drüber. Und Leute fragen dich so, bevor es richtig losgeht, so, was ist denn da unter der Decke? Gar nichts. Das ist mein Fick-Roboter. Und dann erhöhst du den so. Du benutzt den schon beim Sex mit einer anderen Person. Ich dachte gerade, es wäre mehr so ein Masturbationsding. Das heißt, dann ist dein Girl der Begierde da und dann sagst du, leg dich schon mal hin. Ich muss hier gerade mal die Decke. Ich hab da was vorzubereiten. Und was macht, dieser Roboter dann? Er sieht dann aus wie du. durch aufwendige Spiegeltricks der Ehrlich Brothers wirkt es dann so mit der Beleuchtung und Assistentin, die drumherum tanzt, als wärst du das. Aber es ist ein Roboter. Oder so ein Pappmann. Was hast du denn davon? Du hast doch da keine Befriedigung, wenn das der oder ist das dann irgendwie so über Synapsen, über Alexa, über Smart Home an dich? Oder was ist dein Mehrwert? Du guckst dann zu und ich mach das an oder was will das der Roboter machen? Kurze Frage, wie kann man eigentlich einen Pappaufsteller von sich selbst bestellen? Da gibt's also bei poster24.de kannst du ja keinen Pappaufsteller auf. Könnte ich jetzt einfach sagen, ich gebe jetzt, keine Ahnung, 40 Euro aus und dann kriege ich einen Pappaufsteller von mir in Lebensgröße. Ja, oder du sagst 40 Euro und ich mache einen Tweet, der an 1000 Leute rausgeht. Das muss man gucken, was man mit dem Geld macht. Nee, aber Pappaufsteller kannst du bestellen, natürlich. Aber auch von sich selbst. Ich weiß nicht, ob du einen einzelnen kriegst und wenn, wird der teurer sein. Dann wird der, also du musst ja da eine hohe Stückzahl machen und dann, ich glaube auch an sich, dass der auch eine hohe Stückzahl mehr als 40 Euro kostet. Der Druck, das muss ausgestanzt werden und so. Also, ja, aber du, also dann lieber der Fick-Roboter. Aber nochmal zur Frage, okay. Basti, du hast hier nicht beantwortet. Jetzt ist da dein Traum-Girl, du hast es rumgekriegt und dann sagst du, warte mal ganz kurz, guck mal ganz kurz weg. Und dann ist auf einmal der Fick-Roboter im Bett. Und wie geht's dann mit dir weiter? Was machst du dann? Wie? Warum stellt sich überhaupt diese Frage? Ja, man legt sich ins Bett und schläft. Ganz einfach daneben. Wo ist denn das? Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich dachte, dafür ist das doch da. Aber dann hast du ja keinen Sex, da hast du ja nichts davon. Ja, aber dein Körper ist ja tot. Aber du würdest dann, wenn du einen One-Night-Stand hast, würdest du das alles planen, würdest sagen, geil, es wird geil gefickt und am Ende holst du den Roboter raus und schläfst und denkst am Ende, oh, das war ein super Abend. Oder was? Also für mich klingt das jetzt nicht so negativ. Also für mich klingt das schon so. Also wenn wir Merch machen, meinst du, wir kriegen Pappaufsteller und Fick-Roboter hin? Fick-Roboter. Gibt's die Domain schon? Fickroboter.de? Muss man ganz kurz gucken. Guck mal. Wie schreibt man Roboter? Roboter. Mit Doppel R am Ende. Und am Anfang. Gibt's leider schon. Fickroboter.de. Ja, Sieht die Seite aus? Beschreib mal. Das ist so ein Treuhand-Service. Du kannst die kaufen. Diese Domain steht zum Verkauf. Ach so, okay. Du kannst ein Angebot machen. Wahrscheinlich irgendwie 100.000 Mark oder sowas. Soll ich mal ein Angebot machen und nächste Woche gucken wir, ob wir da eine Antwort haben? Verhandlungsbasis. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch eine Menge Geld, die du da vielleicht ausgeben musst. Und wisst ihr, aber darf ich das auf deinen Namen machen? Nee. Fickroboter. Kann vielleicht, okay, das ist mir auch zu heiß. Kann das jemand von unseren Hörern machen? Jemand von euch eure fickroboter.de saven und uns dann schenken? Und auch bitte noch Raststättenschutz hat auch noch keiner sich geholt. Finde ich auch echt traurig. Raststättenschutz.de. Oh Mann. Wir überfordern alle. Ich werde, das hört schon niemand mehr zu. Niemand von den 200 YouTube-Hörern ist bis hierhin gekommen. Ist das peinlich? Ist das alles peinlich? Boah, 200 YouTube-Hörer, ne? Das hört sich, wenn man das so sagt, hört sich das voll viel an. Weißt du, was ich meine? Ach, die 200 YouTube-Hörer, ne? Es hört sich an, als ob das viel wäre, aber man muss einfach mal überlegen, Bibis Beauty Palace würde für 200 YouTube-Hörer nicht mal aufstehen. Nee. Ja. Kann man nicht mal übel nehmen, Finde ich witzig. Könnte ich auch nicht übel nehmen. Also so ganz ist das. Abseits davon, die verdient ja auch viel, viel mehr Geld, ne? Ja, gut, und jeder damit verdient mehr Geld als wir. Und damit wir ähnlich Geld verdienen können, wie Bibis Beauty Palace. Leute, müsst ihr uns unterstützen. Ihr wisst es doch ganz, ganz genau. Ihr müsst das, ihr seid dazu verpflichtet, indem ihr heute diesen Podcast angehört habt. Das steht auch da, die AGBs wurden unterzeichnet durch das Hören dieser sogenannten Podcast-Folge. Ihr müsst jetzt
uns eine iTunes-Bewertung geben. Bei Apple Podcasts könnt ihr 5 Sterne geben oder was Nettes schreiben, wie heute die nette Person über uns geschrieben hat. Könnt ihr auch etwas Cooles dahin schreiben. Oder ihr gebt einfach ein Like auf YouTube. Das hilft alles sehr, das unterstützt uns. Unter dem Hashtag Rundfunk17 twittern, eventuelle Werbepartner auf den coolen neuen Podcast aufmerksam machen, was ihr wollt, unterstützt uns. Und wenn ihr uns natürlich auch unterstützen wollt, in Form, nicht durch diese komischen, halbseidenen, nicht greifbaren Dinge, wie zum Beispiel YouTube abonnieren oder die 5-Sterne-Bewertung, dann könnt ihr uns auch real Geld geben. Und kurze Frage, wie funktioniert das und was bekommt man denn dafür, lieber Anredo? Das geht über Patreon, patreon.com/rundfunk17. Dort könnt ihr ganz einfach mit einer 1-Dollar-Spende alle unsere Bonusinhalte bekommen. Und das ist gerade wirklich viel, denn auch der Adventskalender bei YouTube wird zum Teil ausschließlich exklusiv bei Patreon erscheinen. Das heißt, wenn ihr dort alle folgen wollt, wenn ihr den Soundcheck oder mehrere Soundchecks, sind es schon Outtakes, die Auswertung der Hörerumfrage als Episode und so ganz, ganz viel, bekommt ihr für 1 Dollar bei Patreon. Oder ihr kauft bei Amazon ein über den Reflink, findet ihr auch auf unserer Seite rundfunk17.de oder in dieser Podcast-Beschreibung. SSL, HTTPS-zertifizierte, genau, ganz, ganz sicherer Seite. Server, das ist super. Da zahlt ihr auch nicht mehr und wir kriegen ein kleines Provisionchen, von dem wir am Ende die Anwaltskosten bezahlen, die hier, oder halt auch einfach fickroboter.de kaufen. Also das wäre ja auch, wir könnten ja auch sagen, wir können ja so Meilensteine bei Patreon machen, wenn wir, keine Ahnung, 500 Dollar haben, kaufen wir fickroboter.de davon. Und dann machen wir dann und machen Fickroboter. Genau, das Geld wandert direkt in die Entwicklung eines Sebastian Mast Fickroboters. Ja, endlich haben wir auch ein großes Ziel. So, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ihr könnt natürlich ganz easy durch die Woche kommen, indem ihr bei YouTube uns abonniert und dort die 3 Türchen jetzt schon mal nachhört und ab morgen geht's dann wieder weiter mit Türchen 4 und danach Gerüchten zufolge Türchen 5. Ich habe gehört, danach kommt vielleicht sogar Türchen 6. Also müsst ihr mal gucken. Was da so abgeht, jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen. Und ich finde auch immer Abschied nehmen, auch auf der Party am Wochenende, war das unangenehm. Aber noch peinlicher, ich habe ja schon gesagt, da waren eben auch Leute, die ich kannte und die ich nicht kannte, wenn man Leute nicht erkennt, wenn man die schon mal gesehen hat, vielleicht ein, zwei Mal. Und dann kommen die und es gibt ja das ungeschriebene Gesetz, wenn du Leute noch nicht kennst und die dich begrüßen wollen persönlich, dann ist das immer nur ausschließlich, das steht auch in der Genfer Menschenrechtskonvention, per Handschlag möglich, so, ne? Aber wenn man sich kennt, wenn man sich schon, es reicht schon, wenn man sich einmal gesehen hat, dann kann man sich mit einer Umarmung begrüßen. Ja, richtig. Was passiert richtig. Also, wenn dann kam irgendein Girl, ich denk dann so, keine Ahnung, wer du bist, sie kommt auf mich zu, gibt allen so die Hand oder fast allen und dann wollte ich ja auch die Hand geben und dann kam sie in einer Umarmung und ich so, okay, ja, geil, hast mich bestimmt erkannt, ja, hallo, ich bin's wirklich, und hab aber nicht gecheckt, dass wir uns schon kannten, hab dann auch mich dann nochmal mit Namen vorgestellt und so. Eieiei. Und das ist 2-3 Mal passiert, weil die auch, diese Frauen, die haben so schnell wieder andere Haare, da haben sie Locken, haben auf einmal ganz andere Klamotten an, da erkenne ich die gar nicht wieder, das ist so ein Fettnäpfchen, ganz peinlich, deswegen immer, ich hab mir angewöhnt, nur noch Leute komplett umarmen, auch Wildfremde, und einfach davon ausgehen, dass man sich kennt, nix mit Namen und Vorstellung. Ach, hi, na? So halt bei wirklich. Bei mir auch letztens, nicht letztens, aber vor ein paar Monaten passiert genau dasselbe. So ein Girl hier aus dem Wohnheim, kannte ich schon länger so, schon ein bisschen mit der rumgehangen. Die hat schon mal den Roboter im Bett gehabt. So. Und ich sehe so eine Gruppe an Menschen, sag so hi zu den ganzen Leuten, die ich kenne, und dachte dann halt, keine Ahnung, da ist eine neue Person. Oh, ist immer so peinlich, sag, ne? Unglaublich. Lehn mich dahin wirklich völlig nah, auch wirklich zum Gesicht hin nah, und sag so, hi, ich bin Basti, hi, so und mäßig. Und sie so, ja, ich weiß. Ich weiß, wir kennen uns doch, hä? Und die dann so, ach und ich so, guck, und dann denkst du so, scheiße, wer ist das? Und sag so, oh. Und man hat einfach gesehen, dass sie einfach nur eine andere Frisur hatte. Eine andere Haarfarbe, ich habe es nicht gesehen. So wirklich für mich ist wirklich dieser Mensch ein Schatten gewesen, der sich nur durch so ein paar körperliche Merkmale ausgezeichnet hatte. Oh Gott. Und das war's. So Gesicht null, präsent null. Null. Das Wichtigste ist, dass ihr unsere Stimmen erkennt, die bleiben weiterhin so prägnant. Und wenn ihr davon nicht genug kriegen könnt, und wir kommen im Adventskalender. Ja. Dünn. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns morgen im Adventskalender oder am Montag wieder regulär hier als Podcast. 18 Uhr, das ist Rundfunk 40 gewesen. Eine schöne Woche. Let the jingle bells ring und enjoy the time. Bye. Bye.